Ciao Leute, ciao von Andrea Unger. Nochmal Performance. Ich habe oft zu tun mit Fragen, wo man mich fragt, ob eine bestimmte Performance eigentlich möglich ist. Diese Fragen kommen oft zusammen mit Angeboten, die Leute bekommen haben, und die fragen nicht, um zu verstehen, sondern nur auf der Suche von einer Bestätigung von mir. Ja, ja, das ist möglich. Geh ruhig drauf, es ist ein gutes Angebot. Normalerweise sind diese Angebote absolut Fake, Scam, wie man sie nennen wollen, ein Betrug eigentlich. Ja. Warum sage ich das? Weil diese Angebote natürlich unglaublich gut aussehen. Man redet manchmal um 30% am Monat oder so. Und auf einer Seite kann vielleicht 30% am Monat nicht so unbedingt unglaublich groß aussehen. Aber das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das Problem ist auch, dass diese Angebote gehen nicht nur zu Leuten, die nicht unbedingt die Schlauesten in der Welt sind mit Zahlen. Es gibt auch Leute, die andere Talente haben und nicht eine genaue Ahnung haben um finanzielle Vermögensverwaltungen und so weiter. Und in dem Fall ist es ja auch normal, dass die Leute glauben können, dass es ein Geheimnis gibt, so viel Geld zu schaffen. Aber es passiert auch mit Leuten, die jeden Tag sich mit Zahlen beschäftigen. Mein Buchhalter, okay, also mein Buchhalter, der kennt mich, der kennt meine Trading-Aktivität, der weiß, was ich im Konto mache, der weiß, wie viel ich verdiene, wie viel ich verliere, der weiß alles. Und er hat mich auch mal gefragt, Andrea, pass mal auf, ich habe ein Angebot hier, zu investieren, und die versprechen 11% am Monat. Alles, was mehr kommt, bleibt in den Taschen von den Händlern. Das heißt, ich verdiene 11% am Monat. Ich habe mir sofort gesagt, nein, pass auf, das ist sicher ein Scam. Das kann nicht sein. Warum, sagt er, 11% ist doch nicht so hoch. 11% am Monat ist hoch. Hätten Sie 2000 Euro und würden Sie diese 2000 Euro mit 11% am Monat investieren, dann hätten Sie, glaube ich, 5 Jahre 1 Million. Ich glaube, 5 Jahre ist nicht so lang. Um von 2000 Euro auf 1 Million zu gehen, wäre sicher nicht so schlecht. Also, wenn man die von 2000 die Million sieht, vielleicht denkt man schon ein bisschen mehr, dass es wichtig ist, dass es groß ist. Und leider, dass es nicht wahr sein kann. Leute, die zu hohe Performance versprechen, suchen nur dein Geld. Die wollen dich nur von deinem Geld entfernen. Jeder will viel verdienen. Jeder hat einen guten Geschmack, zu denken, oh, da kann ich echt gut verdienen. Aber leider gibt es kein Eldorado, und diese Angebote sind nur Fake Performance Versprechen. Und wenn es so pauschal falsch ist, dann ist es ja klar, dass es ein Betrug ist und die Leute wollen einfach nur das Geld, unser Geld einfach nur haben. Wie es dann geht, kann ich nicht sagen. Manchmal, wie gesagt, passiert auch, dass einige am Anfang verdienen oder denken zu verdienen, einfach nur, weil es so ein Ponzi-Scheme ist. Ponzi-Scheme ist, ich zahle dir deine Zinsen mit dem Geld von den anderen Investoren. Du denkst also, dass du verdient hast, was ich dir versprochen habe. Und in dem Fall erzählst du links und rechts, dass mein Handel unglaublich gut ist und so weiter. Da kommen andere rein, mehr Geld und zuletzt verschwinde ich mit dem ganzen Paket. Und das passiert auch mit dieser Sache. Also es kann auch sein, dass es Leute gibt, die bestätigen, dass dieses Angebot sehr gut ist und dass es echt richtig funktioniert. Aber auch in dem Fall ist es fast immer alles richtig gut aufgebaut, dass wir denken, dass es gut ist, aber in der Tat ist es nicht so gut. 11% am Monat, in dem Fall von meinem Buchhalter, ist absolut zu hoch.
Es bedeutet nicht, dass man in einem Monat nicht 11% oder 30% schaffen kann. Es bedeutet, dass es nicht jeder Monat sein kann. Man kann nicht im Schnitt 11% jeden Monat verdienen für Jahre. Das geht nicht. Das geht nicht, weil es einfach nicht geht. Ich war in der ganzen Welt. Ich war in Amerika, ich war in Asien, ich war in Nordeuropa. Ich war überall in Australien. Und ich kenne sehr viele Händler, ich kenne sehr viele Hedgefonds, ich kenne sehr viele Proprietary Trading Firms. Und nirgendwo habe ich etwas, auch noch nicht in der Nähe gefunden von diesen Performances. Also, dass man einmal oder zweimal etwas unbedingt Gutes schafft, kann sein, kein Problem. Aber dass das standardmäßig so weitergeht, das geht einfach nicht. Das geht nicht und Sie müssen aufpassen. Also, es ist fast nur ein Scam. Und wenn Sie mal einfach rechnen, dann werden Sie sofort entdecken, dass die Leute, die wären so reich, dass sie überhaupt nicht brauchen, etwas weiter zu handeln. Die brauchen das nicht. Ich habe von 2000 Euro auf 1 Million gerechnet, aber wären das 20.000, dann wären wir schon mit 10 Millionen da. Und also, das ist alles Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Passen Sie auf, die Performance sind leider niemals so gut. Und in jedem Fall, wenn jemand auf der Suche nach Geld ist, über Facebook oder so, also das sind fast immer nur Scams und die suchen nur das Geld, aber nicht etwas Gutes zu bringen. Eine normale Performance, die schon gut ist, könnte so um 2% am Monat sein. Das wäre schon gut. Ich meine, ich werde sowas sofort unterschreiben. Und ich kann ruhig sagen, wenn Sie jemanden finden, der gutes Geld hat, der Geld verdient hat in seinem Leben, der wird auch bestätigen, dass wäre da draußen ein Angebot und für 2% am Monat wäre er sofort dort, weil das wäre wirklich ausgezeichnet. 2% ist möglich. Ist möglich, nicht jeder Monat, das ist ja klar, aber sicher nicht 11 oder 30 oder sowas. Das geht einfach nicht. Aufpassen, Achtung Leute, da draußen gibt es sehr viele Leute, die unser Geld suchen und wollen. Wir müssen aufpassen. Ich hoffe, das war in jedem Fall hilfreich. Sie können auch meinen Kanal abonnieren, da bei den roten Glöckchen. Und bitte, hatten Sie auch Erfahrungen oder Angebote oder so, schreiben Sie das darunter in den Kommentaren. Es ist in jedem Fall, glaube ich, sehr wichtig für alle, die hier beim Video kommen, dass Sie auch die Erfahrungen von anderen lesen können, damit Sie verstehen, dass es eine Tatsache ist und dass wir wirklich aufpassen müssen. Das war's. Ciao von Andrea Unger. Bis nächstes Mal. Ciao aus Italien.